Heute erkläre ich euch den Ablauf einer einfachen Implantation. Hallo, mein Name ist Dr. Christina Kruse und ich erkläre euch heute den Ablauf einer einfachen Implantation. Als Bild, das sich jeder vorstellen kann, habe ich mir dazu tatsächlich das Dübeln in die Wand vorgenommen. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass die Tapete auf der Wand ist wie das Zahnfleisch auf einem Knochen und die gemauerte Wand unterhalb der Tapete ist wie euer Knochen. Das ist nicht so schön erklärt, das machen wir nochmal. Hallo, mein Name ist Dr. Christina Kruse und ich erkläre euch heute den Ablauf einer einfachen Implantation. Als gute Vergleichsmöglichkeit finde ich tatsächlich, bitte nicht lachen, aber das Dübeln in die Wand. Dabei müsst ihr euch vorstellen, dass die Tapete auf der Wand gleich dem Zahnfleisch auf dem Knochen ist. Wichtig noch, und das macht ihr auch alle, wenn ihr irgendetwas an der Wand aufhängt, ihr checkt vorher, wo die Elektro- und die Wasserleitungen sind. Was anderes machen wir Zahnärzte eigentlich auch nicht. Also wir checken vorher entweder mit einfachen Röntgenbildern oder tatsächlich wirklich aufwendig mit einem DVT, also einer digitalen Volumentomographie oder sogar einem CT, einer Computertomographie, checken wir tatsächlich vorher, wo alle wichtigen anatomischen Strukturen sind, um sie eben beim Dübeln nicht zu verletzen. Wichtig in der Zahnheilkunde, und das ist beim Dübelsetzen in die Wand eigentlich auch nicht anders, ist, dass man sich vorher darüber im Klaren sein sollte, wie der Dübel in der Wand sitzen muss. Also in welchem Winkel, in welcher Tiefe und in welcher Breite. Letztendlich machen wir Zahnärzte nichts anderes. Wir müssen den Dübel, also das Implantat, von der Achse her so ausrichten, dass es zu allen anderen Zähnen passt. Gemäß dem Fall sind noch andere Zähne da. Wenn natürlich keine mehr da sind, gelten ein bisschen andere Regeln. Und der Winkel muss natürlich stimmen, denn wenn Zahnersatz oben drauf muss, darf jetzt nicht das hier das Implantat sein und da kommt der Zahn drauf, dann haben wir hier eine Sollbruchstelle, ne? Also das muss auch von den Winkeln her ganz gut passen. Ja, schlussendlich ist es also so, dass man sich einen kleinen Zugang durch die Tapete, also die Schleimhaut, macht, um den Zugang zum Knochen zu bekommen. Dann bohrt man mit verschiedenen Bohrern wirklich von klein nach groß, ganz super vorsichtig unter Wasserkühlung, wird vorsichtig ein kleines Loch in den Knochen gebohrt. In der Regel ist es so, also ich habe es zumindest immer so gemacht und die meisten meiner Kollegen tun es auch, dass der dabei herausgebohrte Knochen an einer anderen Stelle wieder aufgefangen wird. Oftmals kann man den noch gut gebrauchen, um das Implantat zu legen. Es ist nie viel Knochen, aber das bisschen, was man hat, das will man ja eigentlich auch behalten. Vor allen Dingen, da es von euch selbst kommt, vertragt ihr es auch am besten besser als irgendwelche Knochenersatzmaterialien. Ja, und wenn das Implantat, der ein Hohlkörper ist, genauso wie der Dübel in der Wand auch, in den Knochen vorsichtig eingebracht wurde, wird der Dübel beim einseitigen Verfahren mit einer flachen Verschlussschraube verschlossen und die Schleimhaut wieder vorsichtig darüber gelegt. Beim einseitigen Verfahren wird das Implantat, also der Hohlkörper, schon bereits mit einem kleinen Aufbau versorgt, der nachher aus dem Zahnfleisch herausschaut. Dann wird gegebenenfalls noch das Zahnfleisch vernäht und dann ist die Sitzung des Implantateinsetzens auch schon wirklich fertig. Meistens erfolgt noch ein Kontrollklopfen auf das Implantat, um zu gewährleisten und auch zu hören, dass das Implantat primär stabil ist, denn das ist wichtig. Und ganz oft wird auch noch ein Röntgenbild angefertigt, einfach auch aus forensischen Gründen und natürlich auch nochmal zum Checkup, ob auch wirklich man weit genug weg ist von allen anatomischen Strukturen und den Nachbarzähnen.
Ich hoffe, ich konnte euch das so einfach wie möglich erklären für alle diejenigen, die sagen, was hat sie gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Schreibt mir einfach was dazu, dann schiebe ich nochmal ein Video hinterher oder male euch nochmal gerne was auf. Ich kann zwar nicht total geil malen, aber kriegen wir schon hin. Meine Patienten haben es immer verstanden, ihr werdet es auch verstehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.